Whistles Delicious. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe mir gedacht, durch diese ganzen Ostertage kam ich gar nicht dazu, euch zu zeigen, was man alles Tolles aus Bärlauch machen kann. Denn den kann man schon seit Ende März kaufen. Und da die Spanne sehr gering ist und nur im Frühjahr, ich weiß gar nicht mehr, wann die letzte Ernte ist, ich glaube, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich, verrate ich euch meinen Trick. Da ich Bärlauch so liebe und man kann den so vielseitig einbauen in die Gerichte, egal ob es ums Brot, Baguette geht, also zum Beispiel dieses Pesto, den Pestokranz, den könnte man zum Beispiel mit Bärlauchpesto machen. Man kann Nudeln mit Bärlauch verfeinern, man kann eine leckere Suppe draus zaubern, was wir heute auch machen werden und vieles, vieles mehr. Und da kaufe ich hier immer diesen Bärlauch, den gibt es ja immer 100 Gramm beutelweise und achte eigentlich auch immer drauf, ich glaube, das ist auch überwiegend so, dass der aus Deutschland kommt. Und hacke den dann schon mal immer so in Streifen fein und friere den dann portionsweise ein, damit ich ein bisschen länger was von der Bärlauchphase habe. Und heute zeige ich euch mein absolutes Lieblingsrezept. Das geht ratzefatze, schmeckt super lecker und ihr müsst es ausprobieren, ehrlich. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los. So, für die Suppe benötigen wir 200 Gramm Kartoffeln. Die habe ich hier schon so in Stücken geschnitten, die sind vorwiegend festkochend. 50 Gramm Bärlauch. Dann habe ich jetzt hier 150 Gramm Frühlingszwiebeln. Da kann man variieren zwischen Frühlingszwiebeln oder Porree. 10 Gramm Sonnenblumenöl. Hier habe ich schon mal bereits 750 Gramm Gemüsebrühe. Dann benötigen wir noch 30 Gramm Creme Fraiche. Ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und dann noch 10 Gramm Honig. So, ihr Lieben, ich kann es kaum erwarten. Wir starten auch schon direkt los. Ich bin bereit, der Thermomix ist bereit, ihr seid bereit. Also, los geht's. Als allererstes füllen wir die Kartoffeln in den Mixtopf. Dann den Bärlauch. Den schneide ich hier auch schon mal so grob in Streifen. Da mache ich es auch übrigens so, dass ich mache 100 Gramm Beutel für andere Gerichte, also für Pesto und sonst was. Und für die Suppe mache ich auch extra 50 Gramm Beutel zurecht, damit ich die dann für diese Suppe verwenden kann. Und das duftet herrlich. Und da passt immer auf, dass die frisch sind. Also wenn ihr mal ins Geschäft geht und bei mir in der Gegend wohnt und euch wundert, warum es kein Bärlauch gibt, dann tut es mir leid, das war ich. Ich bin da wirklich schlimm. Dann die Frühlingszwiebelchen. Und dann wird das Ganze für 10 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Tada. So, jetzt schiebe ich alles mit einem Löffelchen oder dem Spatel nach unten. Boah, das riecht lecker. So, richtig, richtig frühlingshaft. Dann kommt da das Sonnenblumenöl rein. Und dann wird das Ganze für 3 Minuten 120 Grad Stufe 1 gedünstet. Wer jetzt nicht den TM5 hat, sondern den TM31, der macht jetzt einfach, benutzt einfach die Varoma-Stufe, das geht auch. 3 Minuten sind um, jetzt geht der Rest auch ganz schnell. Wenn ihr das riechen könntet, ich sag's euch, ihr würdet das sofort nachmachen. Dann füllen wir die Gemüsebrühe hinzu. Und dann wird das Ganze für 15 Minuten bei 100 Grad Stufe 1 gedünstet. So. Das ist schon mal geschafft. Jetzt würzen wir das Ganze einfach nur mit ein bisschen Salz. Ein bisschen Pfeffer. Das einfach nach Geschmack, so wie ihr es mögt. Dann geben wir da auch noch Creme Fraiche hinein. Da kann man eigentlich, egal was man mag, Schmand, saure Sahne, das was ihr da habt oder was ihr am liebsten mögt. Und dann nochmal 10 Gramm Honig. Also 10 Gramm sind bei mir 2 Honiglöffel. So, und dann wird das Ganze einfach für 20 Sekunden zwischen Stufe 6 und 10, also so stufenweise gesteigert, püriert. So, ihr Lieben, ich darf das Ganze endlich anrichten.
Also diese Suppe, die ist ein bisschen flüssiger als die anderen, die ihr sonst von mir kennt. Wer das Ganze natürlich noch ein bisschen cremiger mag, der muss dann einfach ein bisschen mehr Kartoffeln hinzufügen. Aber ich finde die so, wie sie ist, perfekt. Dann probiere ich das mal für euch. Ich muss aufpassen, es ist noch ganz schön heiß. Also sie schmeckt wirklich bombastisch. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich würde auch nichts verändern an dem Rezept. Also ich persönlich mag es so. Man kann es natürlich jetzt noch mit ein bisschen Creme Fraiche oder noch so ein bisschen ganz feinen Bärlauch fein geschnitten servieren. Ich hoffe, ihr macht das Rezept nach und probiert es mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat oder nicht. Oder ob ihr da irgendwelche Komplikationen hattet, aber eigentlich dieses Rezept habe ich schon so oft gemacht. Das ist bisher immer perfekt gelungen. Und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was ich jetzt hier noch mache. Ich mache nämlich jetzt aus dem restlichen Bärlauch, den ich noch habe, weil es ja 100 Gramm Päckchen sind, einfach das Ganze nochmal und werde es dann portionsweise einfrieren und mich das nächste Mal freuen, die einfach aufzutauen und aufzuwärmen und zu essen. Wobei natürlich das Rezept auch alles in allem dauert es ja wirklich nicht lang. 15 Minuten Kochzeit, der Rest geht ja ratzefatze und das ist echt super zum Nachmachen. Ich hoffe, ihr macht's nach und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.